Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part, die Sims 3. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg. Der verzweifelte Wunsch, auf die Universität zu gehen, begleitet uns noch immer. Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Leben noch schaffen werden. Es wäre schön, wenn. Aber irgendwie ist es hier alles ein bisschen verflucht, habe ich das Gefühl. Ja. Wir schauen mal. Das ist in Ordnung. Reparier es einfach. Baby sollte eigentlich mal schlafen, hm? Wie wär's denn, Lukas? Bisschen schlafen so? So, halt. Auf Boden füttern. Nein, ich kann jetzt nicht. Pfütze auffischen. Bitte hier oben. Nein, stopp. Lukas hier absetzen. Immer dieses blöde nach unten gelaufe. Das ist so unnötig. Gib ihm jetzt bitte einfach die Flasche. Und dann machst du das hier sauber. Und dann machst du das hier weiter. Ist das hier auch dreckig? So, Baby. Töpfchen benutzen. Gut. Tiere machen alle Quatsch, wie es aussieht. Clara. Abfressen. Was macht Rübe? Hier hinpieseln. So, ihr trefft euch jetzt bitte alle mal. So. Clara und Rübe. Ihr könnt euch ein bisschen beschäftigen. Die Sozialbalken gehen aber auch so schnell runter. Das ist ja unglaublich. Und wir haben eine Gehaltserhöhung erhalten von 18 Simoleons. Das ist ja wunderbar. So, dann kannst du heimkommen und erstmal was essen. Und duschen. Und dann... Ja, wir müssen unbedingt jemanden interviewen. So, Moment. Lukas im Kinderbett legen. Ja, Geschicklichkeit Level 8, das ist sehr gut. Was, geh mal ins Kinderbett. Was möchtest du das upgraden? Wir machen aber kein selbstreinigend, wir machen unzerstörbar. Du darfst jetzt was essen und dann darfst du nochmal den Test machen. Vielleicht schaffen wir es jetzt endlich. Das wäre so klasse, wenn wir jetzt endlich mal auf die Universität gehen dürften. So. Das wäre so gut. Ich schaue jetzt nochmal hier. Du darfst dann auch nochmal den Test ablegen. Nochmal zum Abchecken. Wie es bei allen aussieht. So. Ryan räumt auf. Ist aber auch nicht alles. So, komm mal essen. Clara, lass das. Tu mal essen. Das sind schon wieder alle Hunde überfordert, wie es aussieht, mit der Aufgabenstellung. Benutzen, säubern. Fühlt's auf. So, jetzt ist entscheidend. So, Ariana hat das Stipendium erhalten. Ein Teilstipendium, ja. Entschuldigung, also sie ist vor allem in Kommunikation, aber auch in schöne Künste gut. Das ist eben ihr Schreiben. Glaube ich, oder? Nee. Kochen. Weil sie ganz gut kochen kann. Und Schreiben ist dann Kommunikation, genau. Sie möchte gerne Kommunikation machen, im Wirtschaft ist sie auch ganz gut dabei.
Aber Wirtschaft ist ja Ryans Gebiet. Oh, und Ryan hat es immer noch nicht geschafft. Das gibt's doch nicht. Oh, Ryan, du nervst. Gut. Das heißt, Ryan, muss jetzt die Sportfähigkeit beginnen. Du schläfst. Ryan muss Sport beginnen, weil Ryan sonst nicht vorwärts kommt in seinem Leben. Herumblödeln. Anbellen. Anschmiegen. Warum solltest du denn mit Clara rummachen? Die ist mit Rusty zusammen. Tut mir leid drüber, aber too late. So. Ja, geh dich einfach mal reinigen. Wir können ja wieder den ganzen Kram verkaufen. Und dann werde ich Ryan ganz schnell ins Fitnesscenter schicken. Außer er kann joggen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. So. Rekonstruieren. Ich weiß gerade gar nicht, ob der joggen kann. Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall ist, denke ich, das Einzige, was wir jetzt machen können. Wir können natürlich auch noch diesen einen Punkt in Geschicklichkeit weiter ausbauen, aber dann bräuchte er vermutlich noch ein ganzes Level. Das dauert mir dann ehrlich gesagt zu lange. So, wir haben so viel Geld durch diese Tiere, ne? Das ist unglaublich. Da lasse ich ihn lieber jetzt ein, zwei Level in Sport schnell machen. Das müsste ja dann schneller gehen. Schätze ich, denke ich, hoffe ich. So, Rusty. Konstruieren. Ups. So. Irgendwas, was du konstruieren kannst. Das da kannst du noch. Was machst du? Nein. Du, mein Lieber, wirst jetzt... Joggen kannst du nicht. Gut. Dann wirst du jetzt ins Fitnesscenter gehen. Oriana, was machst du? Du kannst aufhören mit Computerspiele. Nach Hause einladen. Nach Hause einladen. Irgendjemand wird ja wohl bitte kommen. So, hier sind wir fertig. Kannst du machen, was du willst. Katze kann kratzen und dann machen, was sie will. Ihr beschäftigt euch miteinander. Ryan geht ins Fitnesscenter. Du rufst jemanden an, in der Hoffnung, dass du ihn interviewen kannst und kümmerst dich danach nochmal um die Wäsche. Ja, gut, der kommt. Ist das gut? Oder sie? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Wir werden sehen. Du lässt es. Wir werden sehen, wer kommt. Stopp. Extrem trainieren. Ja, ist gut. So. Wer kommt denn jetzt? Kommt da jetzt auch jemand? Ist egal, ob du hinfällst. Passt schon. Ich dachte, Victoria kommt. Ja, ich möchte den aber nicht kennenlernen. Ja, kommt Victoria jetzt auch noch so? So. Auf jeden Fall die Grundlagen der Athletik begriffen. Das ist schon mal ganz wunderbar. Ich hätte halt gern jemanden interviewt, ne? Aber wenn natürlich die Troller nicht kommen, dann gehen wir einfach auf mal ins Fitnessstudio. Das sind ja auch Leute. Interviewen wir da jemanden. Huch, da war wieder Skype. Wunderbar. Halt, da ist sie. Oder? Nee, da sind irgendwelche komischen Leute, bei denen ich gar nicht wissen will. Wir begrüßen sie einfach mal charmant. Ja, dann schauen wir mal, ob wir sie interviewen können. Jetzt können wir joggen gehen, oder wie? Egal. Entschuldigung. Oh, ich muss schon wieder husten hier. Schlimm. Du gehst schlafen. Kauen. Schlafen.
So. Welches habe ich dir jetzt gegeben? Das da. Kauen. Schlafen. So, können wir jetzt sie interviewen? Genau, das wäre nämlich das, was ich gerne machen würde. Interviewen. Geht das? Oder muss ich da erst nett sein? Wir finden es heraus. Kann ich sie gleich interviewen oder muss ich da erst noch irgendwas machen? Kannst du online... Oh, könnt ihr mal aufhören, mich bei Skype anzuschreiben? Mein Gott, einmal reicht. Einmal reicht, wann kapiert ihr das endlich? So, kann ich nicht zu Hause machen. So, kann ich nicht außerhalb machen. So ein Mist. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier nach Hause. Gehen duschen. Und dann einen Test nochmal ablegen. Vielleicht haben wir jetzt endlich die Punkte zusammen, die wir brauchen. Das wäre ganz, ganz wunderbar. Können wir die jetzt interviewen? Haben wir die jetzt interviewt? Können wir darüber jetzt schreiben? Sieht nicht so aus. Kennenlernen, muss ich erst nett sein. Oder wie, entschuldigen. Kennenlernen. Dann freunden wir uns halt mit der ein bisschen an. Sie das Video zeigen. Masse schneiden. Nach drinnen einladen. So. Jetzt sind wir gespannt, ob Ryan es schafft. Kauen, schlafen. Ob Ryan es jetzt schafft, den Test abzulegen. Wir sind alle gespannt. Alles hängt davon ab. Nein, bleib doch hier, Mensch. Agnes geht nach Hause. Ach, so ein Mist. Ja, also mit den Interviews kommen wir irgendwie nicht so weit. Aber egal. Jetzt geht es darum. Schafft er den Test? Oder schafft er den Test nicht? Es sind nur wenige Punkte, die uns fehlen. Bitte. 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 Schaff doch bitte einfach den Test. Ja! Endlich! Endlich! Oh Gott! Endlich! Wir haben es geschafft. Wir sind endlich... da liegt ein Käfer. Wir haben endlich die Möglichkeit... Oh! Alles klar. Auf die Universität zu gehen. Oh mein Gott. Im 50. Part. 50 Parts hat es gebraucht, bis wir... endlich auf die Universität gehen durften. Das ist so klasse. Das heißt, im nächsten Part schon werden wir auf die Uni gehen. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Danke fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern und ja, wir sehen uns dann auf der Uni. Bis im nächsten Part. Tschüss.